Damit begrüße ich herzlich fast zum nächsten Spiel nach God of War, das ich ja jetzt letztens mal abgeschlossen hatte, zu Dead Space Extraction. Spielt storytechnisch ja vor dem ersten Dead Space, bevor Isaac mit der Killian bei der Ishimura andockt und schreckliche Sachen passieren, aber ich will es nichts vorwegnehmen. Deswegen erstmal hier. Im Hintergrund ist Ecke 7, wo die Ishimura ja abbaut und die Kolonie ist und so. Neues Profil. Ja. Nenne ich 666. Eine 666er Kombo muss man dann das Inferno machen, übrigens, um eine Trophäe zu bekommen. Nur so nebenbei. Aber egal. Dann Story-Modus. Kapitel 1. Ich glaube, ich werde immer zwei Kapitel auf einmal hochladen und wahrscheinlich. Mal schauen, wie ich es mache. Aber erst einmal jetzt Kapitel 1 von Dead Space Extraction. Das kommt noch vorher, okay. Man hat nur eine Nietenpistole zu Anfang. Die Anfangswaffe oder die Standardwaffe, mit der man glaube ich unendlich Munition. Und die ist auch, finde ich eigentlich, gefällt mir eigentlich recht gut, die Waffe. Aber dazu später vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, mehr. Normal. Sorry, Lexine, I was next to the recharging station. Are you calling about tonight? No, because then it wouldn't be a surprise. I'm mad at you, Sam Caldwell. Why? Because you somehow forgot to tell me what you're doing today. It's just a routine excavation. Routine? You're extracting a marker. My supervisor Leon's nuts with excitement. Did you know he's a unitologist? This is a big deal. Leon's always been nuts. Anyway, we don't know if it's a marker or just a big rock. That's why we're doing this, so the boffins can study it. Sam Caldwell, if you had an imagination, you'd be dangerous. We'll see about that tonight. Ooh, I look forward to it. Gotta go, honey. I love you. I love you too. Later. Ja, und wir spielen als Sam Caldwell. Sam, come on. Get suited up quick, or the only date you'll have is with an overtime sheet. Say no more. Einem, wie kann man sagen, einem, Arbeiter hier von der CSE. Wie wir gerade erfahren haben, hat er vor, Marker zu bergen mit dem Team. Oder wurde damit beauftragt.
Wir sind auf dem Planeten, nicht auf der Ishimura. Und vorne sind Kisten, die kann man sich, wenn ich es schaffen würde. Ja, so zielt man. Wenn ich den Container da hinten am Kran runterschießen würde, gäbe es einen Trophäe. Brauche ich aber nicht machen, ich habe die schon. Zur Info, ich bewege nicht selbst den Charakter, der funktioniert als von allein, als man ihn tun kann, ist. Ja, mit dem Fadenkreuz hier. Kisten mir herziehen, Chinese, wie man es aus Dead Space kennt. Sie weghauen, damit es zerspringt und ich das Zeug rausholen kann. Schießen und. Ja. Und da ist er auch schon. Marker. Man kann sagen, dass wir mit Sam Caldwell hier starten, wo Isaac versucht hinzukommen. Okay. Scheint wirklich sehr wichtig zu sein für die Leute hier, das Teil hier, ja, wegzubekommen. Hey Banks, what do you need? The wind's blown out some of the track we laid. Rivet it back into place and get it tight. That thing's gotta be man-made. Hurry up. Cooper's already pissed off that we're late. Copy that. I'm right behind you, Sterling. So, und wir müssen irgendetwas reparieren. Weil es nicht so funktioniert. Die Schienen sind beschädigt. Wenn ich hier nachlade und diesen, ja, wie ich gerade gemacht habe, diesen Abschnitt treffe, dann geht das schneller. Egan, I'll take these two. And watch your aim. I don't want to end up on crutches like Matthews. Ich wechsle einen sekundären. Jo, gibt's auch hier in Extraction, dass jede Waffe noch eine zweite Schussfunktion hat. Ja, dann lassen wir mal die Guten hier Verlader vorbringen. Was soll ich denn herziehen? Achso, die ist schon da. Steady your hand there, Sam. I got it. Almost there. Und wir sind angedockt. Looking good. Counterbalance is stable, gyros online. Ready for load. Stand by. I'm starting a 5 down. Dann starten wir mal die Verladung. Ja, wir haben gerade erst angefangen, den Marker zu verladen und schon gehen Sachen kaputt, funktionieren nicht mehr richtig. Sterling to Central. I'm outside. Can you tell me what that bind was? Shit. The flash must have knocked out comms too. Und die Kommunikation ist auch hinüber. Sehr schön. Das kennen wir auch aus dem ersten Dead Space.
can't see a thing without the light. Diese Türen, wo die eine schließt und die andere sich dann öffnet. Ja. Kistchen. Hier. Glühchen. Kontrolle hin und her schütteln. Dann geht das an. Look around. We should grab some supplies before we head down. Also in Sachen habe ich kurz die Zeit, mich umzuschauen. Oh, ich habe die Kiste noch. Komm, yeah. Hier ist so ein... Ja. Ein Lock. So, erstmal ist er. Dr. Kyne Terrence wahrscheinlich. Den kennt man auch aus dem ersten Dead Space. Ein persönliches Log. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, ich werde das hier jetzt langsam so runterscrollen. Ihr könnt ja... Was heißt ihr? Falls sich jemand das hier anschaut, kann er ja das Video pausieren und sich das durchlesen. Gut. Alle noch da. Airlocks are engaged. We should be fine now. Schleuse sind auch aktiviert. Jetzt brauchen wir nicht mehr diese Helme. Shit. Sounds like someone's in trouble. Hold on! Und da hören wir schon Schreie. Und das war's mit, wie hieß er, Tagankov? Keine Ahnung. Oh man, I can't believe this. Sam, get that rock saw. We may need it. Scheint noch gut. Keine verletzt worden zu sein von uns. Jesus Christ, dreien hier. Don't have time to think about that. If we don't fix that tether fast, we'll all genau. Wir sollten das denn schnell reparieren. Jetzt haben wir auch diese Gesteinzeige, mit der wir einen Nahkampfangriff machen können. Und da sind noch mehr von denen. Durchdrehenden. Das Gute bei den menschlichen Gegnern ist, wenn man den Kopf erwischt, dann sind sie sofort tot. Ich werde das tun. Lagerkisten durchsuchen. Verdammt, ich habe das nicht mehr bekommen. Oh nein! Ja. Da ist. Ja, noch erwischt. Plasma gerade Munition, aber ich habe 9 Nietenpistole. Okay, guys, let's go. Tether 16's a few levels down. Gut, so öffne ich Schränke. Es wusste ich schon vorher, aber schön, dass Informationen trotzdem kommen. It's blocked. Looks like they had problems down here before. This is a bad idea. We shouldn't have come this way. Etwas von einem. Sam, calm down. Wie heißt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Edward. Ich höre es wieder. Okay, gibt nicht viel zum Runterscrollen. So, weiter. So. Jetzt geht's hier weiter. Okay. Maxine? Hm.
ob das scheint eigentlich gut zu sein, dieser Tipp. Nicht weiterzugehen wahrscheinlich. Aber wir müssen das reparieren. Wir müssen. Schriftzeichen sehen wir. Auch schon. Wieso lese ich gerade diese Nadel, wenn das so in den Bauch gerammt hat, habe ich auch eine Theorie dazu, wo ich mit der Space 2 in Verbindung setze, aber vielleicht davon möchte ich jetzt nicht weiter erzählen. Hang in there, Egan, we're almost there. There it is, over there. It's coming, man. It's calling Quiet. Us. You hear that? They're coming. There's nowhere to hide. God help us all. Someone's trapped in there. Is there anybody left? I'll check it out and meet you in the gravity tether room. Go! Okay. It's death, Sam. Can't you see it? It needs our help. Egan, what the hell are you talking about? Ja. Get a grip! Egan scheint auch so langsam den Verstand zu verlieren. Wie fast jeder hier. I know. But you saw what happened in there. It's like it wasn't really him. Er redet auch über das Zeug. Aber bei ihm scheint es fortgeschrittener zu sein, auch deswegen. Weil unserer scheint ja Sam Caldwell hier. Und der Plasma. Ja, Plasma Cutter. Übernehme ich natürlich. Ich habe ja sonst noch keine anderen Waffen. Come on, Egan. I don't want to waste any more time down here. Wie wechsle ich nochmal die Waffe? Verdammt. Ah. Shit. No. Damn it. Rivet gun. Das war's auch mit seinem Feuer. Oh! Und weg. Was das? Egan, you okay? Needs us. Needs us to make it home. Quit babbling. Let's just do this and get out of here. Das wird auch oft gesagt. Look out! There's more. Shins, get behind me. Sind sie? Da. It's not right. We have to end it. Egan, stop it. What are you doing? You can't stop it. You can't fight it. Ja. Das ist Egan durchgedreht. Wir müssen die Leiter aufhalten. Werde ich nicht so weitermachen. I'm sorry. Wir würden ihn immer noch reden, obwohl wir gerade seinen Kopf zum Platz gebracht haben. Something bad's happened. Egan, he went crazy and everyone down here, they're trying to kill us. Egan's gone. You're breaking up. I can barely hear you. Just get on that tether before it starts a feedback loop and takes everything down with it. Und ein Upgrade für die Nietenpistole. Ja, Upgrades gibt's ja auch. Das ist nicht so, dass ich irgendwie Energieknoten finde und die dann mir aussuchen kann an einer Werkbank, wo ich die einbaue. Hier sind die ja in der Gegend versteckt und für eine bestimmte Waffe. Are you okay? Come on! Don't make me do this! I'm trying to save you! Jesus! Hold it together!
Dr. Caldwell. Stasis modules are standard equipment for all leg event personnel. I know you haven't been trained in it, but if you find one, it could come in handy. Ja, wird es auch. Und da ist es auch schon. Stase. Okay. Mein bester Freund. Just need a stasis in at the right moment. Ich müsste es erwischt haben. Und dann kommt so ein kleines Minispiel hier, wo ich die Linien ziehen muss. Zu den verschiedenen Punkten. Meistens um irgendwelche technischen Gerätschaften zu reparieren, einzuschalten und so weiter. Sind noch mehr dieser unserer Spielkameraden hier, die uns Gesellschaft leisten und versuchen unseren Job zu erschweren. Kann ich mal die Stase einsetzen. Schon viel einfacher dann. Aber hier gibt es keine Stase-Packs, das tut sich von alleine regenerieren so. God, it's good to hear you. Things are pretty bad right now. No. I mean, did you hear? Some unitologists just killed themselves in Union Square. There are pictures. It's horrible. Leon was there. People are flipping out all over the colony. We've been attacked and Egan went crazy. I killed him, Lex. You... Sam? Say that again. I killed Egan. I had no choice. He tried to kill me. I'm scared. Somebody just told me some sectors are losing oxygen too. Hold on. That could be from the blast. The life support power room isn't far from here. You think that's what's wrong with the oxygen? Just hold tight, baby. I'll fix it. I promise. No! Stay away from me! Ja. Müssen wir mal die Lebenserhaltung wieder einschalten? Irgendjemand will uns sagen, dass das der falsche Weg ist. Und ich habe mir wieder einen Textlog, dass ich wieder runter scroll. Plasma-Cutter Upgrade, sehr schön. Life Support is through here. Now entering zero gravity. Jetzt haben wir auch die Schwerelosigkeitsbereiche. Da gibt es immer so Punkte, die ich. Ja, wo es in einer. Hier, die ich so anvisiere und dann springt er halt dahin. Noch all das Zeug, wo hier rumfliegt, versuchen einzusammeln, wenn es was gibt. Und dann versuchen wir mal die Lebenserhaltung wieder zum Laufen zu bekommen. Almost got it. Das war ein Audiolog, der uns mitgeteilt hat, dass irgendjemand
Ventilatoren reparieren sollte. Don't worry. Can't seem to focus. Why'd you kill me? I'm not a monster. Sam! Sam, what's the matter? Nothing. It's all right. Just stay out of sight, okay? Be careful. I love you. I love you. What the hell? Yeah. Unser lieber Sam scheint jetzt auch immer mehr langsam den Verstand zu verlieren. Aber versucht immer noch das Richtige zu tun. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Überall Teile. Is the answer, Sam. You'll see. We can't stop it. Oh, Sterling. Oh God, I thought you were. I've got to get out of here. Back to Lexine. We have to stop it. Ja, und anscheinend hat sie mal gerade eine kleine Illusion vorgespielt, in der wir Starling für einen dieser durchgetreten hielten. Immer mehr scheint der Marker Einfluss auf uns, ja, zu versuchen. We're not going to die. Nein. Never good. He's not even packing a gun. You're shitting me. This is the guy that spoofed his entire crew. Why'd you do it, son? All these people never did anything to hurt you. Lex. He's gone. Call Commander James and get Doc Sciarella down here. He's gonna have a busy day. Sam. I love you. Und ja, so endet das erste Kapitel, nämlich mit Wir sterben. Sam Caldwell wurde erschossen. Anscheinend scheint, da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob er es jetzt war, wo alle anderen, ob er der einzige Durchgedrehte war, der alle anderen umgebracht hat. Ich weiß es nicht ganz. Da bin ich mir noch unschlüssig bei diesem Gedanken. Aber ja. Mal sehen, wie es im zweiten Kapitel weitergehen wird.